Was denken Sie über die Flüchtlinge? Die Flüchtlinge sind Schmelzer Bürger inzwischen, wie wir auch, wie die Einheimischen auch, und haben sich über die Jahre eigentlich integriert in die Bevölkerung. Okay. Hatten Sie schon mal Kontakt mit den Flüchtlingen? Wenn ja, wie gehen Sie damit um? Also da ich ja hier selbst auch arbeite, bei der Sparkasse arbeite, da haben wir natürlich mit den Flüchtlingen zu tun. Dort sind auch Kunden für uns, wie andere Kunden auch. Und die meisten von denen sind sehr nett. Was denken Sie über Flüchtlinge? Oh, die Frage müsste präziser sein. Eigentlich habe ich nichts gegen Flüchtlinge. Dass sie Hilfe brauchen. Und ich kenne jetzt verschiedene Leute, die sind, also so im Vorbeigehen, die sind recht freundlich, die haben ja auch Kinder. Ich kann also nichts Negatives jetzt so sagen. Hatten Sie schon Kontakt zu Flüchtlingen? Ja, nur im Kindergarten, zu vereinzelten Familien, direkt nicht. Wenn ja, wie gehen Sie mit diesen um? Na ja, freundlich, wie mit dir. Ich sag guten Tag, ja. Ich versuche mit denen zu reden. Ja, mehr kann ich nicht machen. Aber was denken Sie über Flüchtlinge? Was denke ich über Flüchtlinge? Es ist schlimm, dass jemand aus seinem Land vertrieben wird. Das ist schlimm. Was denkst du über Flüchtlinge? Also ich habe kein Problem mit den Flüchtlingen, weil ja, die sind auch nur Menschen und die sind aus ihrem Land geflüchtet und ja. Hattest du schon mal Kontakt zu Flüchtlingen? Wenn ja, wie gehst du mit ihnen um? Ja, ich habe einen Kumpel, der ist Flüchtling und ja, das ist nett. Was denken Sie über die Flüchtlinge? Ja, der, wo in Not ist, der flüchtet, für Leben zu retten. Ja. Hatten Sie schon mal Kontakt zu Flüchtlingen und wenn ja, wie gehen Sie damit um? Ich war selber ein Flüchtling. Woher kommen Sie denn? Von Kroatien. Ja, schönes Land, nur wie Stadt war nicht. Dann sind wir verfolgt, weil wir Deutsche waren und haben in Kroatien gelebt. Aber wir waren eine deutsche aus deutscher Abstammung, aber vor 60, 70 Jahren.